Jo, hier ist das Safe House. Okay, geil. Okay, aber was auch geil ist, ist hier die Kommstation. Lass mal versuchen, den Abwurf zum Safe House runterzulegen. Eventuell ist auch schon jemand gleich dann beim Safe House vor mir, was nicht schlecht wäre, würde ich sagen. Weil dann wüsste ich, dass schon jemand da ist. Ich habe eigentlich gar nicht so Lust, als Erster im Safe House zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ist der? Oh, der ist auch nicht weit weg. Vor mir direkt. Oh mein Gott. Junge. Ich hätte dich schon viel früher gehabt, mein Freund, als du da an der Kommstation rumgefummelt hast. Verdammt, ich war so überrascht. Wieso habe ich mich. Ich war echt noch gar nicht drauf vorbereitet. So. Panzerplatte ist leider weg. Habt ihr gesehen, ich wurde gedropshottet. Und eventuell habe ich überlebt. Oh ja, geil, der Tresor, der Tresor, der Tresor. Wir müssen jetzt ganz schnell hinlaufen. Sonst ist er nämlich gleich weg. Oh Gott, wieso nehme ich dieses Messer mit? Habe ich eingepackt. Ach Mann. Der Bug ist auch immer noch da, ne? Dass man manchmal Sachen einpackt. Der die aber nicht komplett rübernimmt, sondern noch angezeigt lässt. Naja, egal. Yo, 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 da ist was los. Beim Safehouse wurde schon rumgeballert. Mann, schade, dass ich die Panzerplatte verloren habe. Mist. Safehouse, ich komme. Ich weiß gar nicht wo. Welches? Das da, das rote, oder? Oder das daneben, das andere rote. Das links. Okay. Yo, jetzt geht, da geht's richtig ab. Da kämpfen zwei. Jemand ist da drinnen. Moin! Warte mal, ist das der Tresor-Loot? Nein. Ist hier noch jemand? Oh geil, ich ping direkt mit. Nein, der nächste ist hier. Hä? Okay, das ist näher dran als der Signaldetektor, weil da ist ja auch gerade jemand. Okay, lass mal ganz kurz gucken. Hier ist keiner mehr. Hier ist auch kein Störsender aktiv. Hier ist keiner mehr. Was ist mit dem Tresor? Ah, der wurde noch gar nicht richtig gelootet. Oder überhaupt nicht gelootet. Hier sind auch echt schöne Sachen drin, oder? Das Tape nehmen wir auch noch mit. Perfekt. Sage ich da nur perfekt. So, was ist hier noch? Hier ist noch Loot in dem Nachtschrank. Geil. Nochmal Heilung. So, der Störturm wurde genutzt. Der ist hier. Also hier sind, also vielleicht ist es auch der, der den Signaldetektor genutzt hat. Hier sind viele Leute. Hier wird auch noch der Abwurf runterkommen gleich. Okay. Jo. Hier liegen ja auch zwei. Ach so, okay. Hier ist der andere Kill, oder was?
Mann. Es sieht ja übel aus, wie ihr da so da liegt, ihr beiden. Ist ja furchtbar. Was war das denn? Was war denn das für ein Geräusch gerade? Klang wie ein Tier. Habe ich auch noch nie gehört. Wie so ein Fuchs, der bellt. Jemand ist beim Tresor. Jemand ist halt hier, ne? Lass da mal hin. Auch wenn da jetzt offen ist, der Tresor. Der Abwurf kommt da ja auch gleich noch. Wir gehen noch nicht raus. Obwohl die Runde bisher eigentlich ganz cool war. Oh, da wird noch gefaltet. Beim Tresor. Aber ich könnte echt jetzt eigentlich rausgehen, weil es ist eigentlich... Ich habe gutes Loot, aber... Irgendwie wäre es ja schade, ne? Jetzt wird wieder überall gegraben. Man weiß es nicht mehr. Ist es der Schatz oder nicht? Nein, ist es nicht. Aber Grabenanimation ist wieder da. Auf allen Schatzpunkten. Mann, sollte ich jetzt mich noch ins Getümmel... Was habe ich denn hier so für Sachen? Naja. Eigentlich ganz coole Sachen. Muss ich da echt sagen. Ey, die sind heftig am Fighten da noch beim Tresor. Lass da mal hin jetzt. Oh, was? Wir haben eine Bedrohung? Wir haben eine Bedrohung auf der Map. Oha, okay, alles klar. Okay, komm. Wir killen die Bedrohung. Let's go. Die ist beim Tresor. Okay, komm. Wir versuchen jetzt noch die Bedrohung zu killen. Das gibt uns, glaube ich, 1000 XP. Oder? Waren das auch 1000 für Killer einer Bedrohung? Ja, ich glaube schon. Bedrohung werden 1000, Bedrohung killen 1000. Let's go, let's go, let's go. Oh Mann, wir laufen direkt auf ihn zu. Wir müssen aufpassen. Wir haben leider keinen Störturm. Das ist schade. Wait a minute. Ich höre ihn doch. Ah, shit. Wie konnte ich das verkacken? Bedrohung sitzt halt direkt vor mir. Oh, moin. Oh nein, Strahlengranate. Schnell weg hier. Jod rein. Wo ist die Bedrohung? Wo ist die Bedrohung? Wo ist die Bedrohung? Hier. Geiles Loot. Let's go. Der Schuss hat aber sowas von gesessen. Warum habe ich das eingepackt? Ich weiß es nicht. Warte mal ganz kurz. Das raus. Tape kann ich ja nicht noch eins mitnehmen, aber wir nehmen noch Draht mit. Die Komponente noch. Und dann ruhig auch noch die Komponenten. Und dann ruhig auch noch das Gewehr. Ich habe die Bedrohung gekillt. Und... Schade, dass es nicht mein vierter Kill war. Denn das wäre dann ja jetzt mein, auch für mich, Bedrohungsstatus. Können wir noch einen Kill machen hier? Nee, es ist niemand mehr da. Okay, gut. Ich kann nicht mehr Bedrohung werden. Aber ich kann mir noch den Abwurf packen. Oh, fein. Ganz fein. Nicht, dass hier sich jemand noch versteckt. Keine Funksignale, heißt, es ist niemand mehr da, außer jemand versteckt sich beim Störturm. Aber der ist ja nicht aktiv. Zumindest hier nicht gerade. Ich gehe davon aus, dass ich alleine bin. Ey, das wäre jetzt aber bitter, wenn jetzt hier noch einer überlebt. Naja, komm.
Ich denke, hier ist niemand mehr. Komm, Abwurf rein. Zur Sicherheit gehen wir mal trotzdem rum um den Abwurf. Okay. Wir haben ihn. Jawohl. Und wir haben jetzt eigentlich noch ein bisschen Zeit, denn wir können jetzt noch mal ein bisschen Loot maximieren. Beziehungsweise, ja, doch, klar, können wir machen. Loot und aber auch XP noch maximieren. Mal gucken, wie viel XP jetzt noch drin sind in dieser Partie. Und da geht auch schon noch ein bisschen was in die Stacks rein. Ich glaube, wir sollten uns schon aber überlegen, von unten kommt die Strahlung. Okay, wir bleiben jetzt erstmal hier und gehen dann langsam hoch, bis wir zum Exit kommen. Noch ist ja auch keine Strahlung da. Der Abwurf ist ja gerade erst gelandet. Hier ist sogar noch ein Ping. Wahnsinn. Stellt euch vor, jetzt geht noch jemand ans Telefon. Das wäre so super gruselig. Das wäre so richtig so ein Schauer über den Rücken-Effekt. Wenn jetzt noch jemand ans Telefon geht, nachdem ich hier gepinkt habe und keiner mehr da ist. Das wäre so verrückt. Nein, aber ich denke nicht, dass hier noch irgendjemand ist. Ach, Nahrung brauchen wir nicht. Ich gehe ja so ein bisschen hoch. Ich will nochmal den großen Signaldetektor benutzen. Wegen den XP, aber irgendwie auch, um nochmal zu checken, ist hier wirklich keiner. Ist noch was im Tresor drin? Kriege ich nicht dann dafür auch nochmal XP, wenn ich den jetzt nochmal... Wenn ich da nochmal kurz Hallo sage? Hallo! Eventuell... Eventuell macht das auch XP. Keine Ahnung. Gucken wir gleich mal. Wer liegt denn hier rum? Das sind aber keine Kills von mir. Das ist bestimmt von Bedrohung gewesen. Bedrohung war auch keine Regenjacke. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass Bedrohung eine Regenjacke war. Hier ist dann gleich mein Exit. Ja, hier sind noch Chemikalien. Das habe ich gesucht. Perfekt. Aber das ist ja schon eine krasse Bedrohung, die gerade erst angefangen hat. Das war entweder ein Smurf-Account. Also Smurf bedeutet jemand, der schon gut spielen kann und auch schon vielleicht schon mal in Vigor einen guten Account aufgelevelt hat. Fängt nochmal neu an. Das sind Smurf-Accounts. Halte ich auch nicht viel von, ehrlich gesagt. Aber bei Vigor ist es nochmal ein bisschen egaler, weil hier eh nicht Matchmaking herrscht. Und ansonsten könnte es auch einfach ein Pro-Player gewesen sein. Oder eine Pro-Playerin, die, ich sag mal, sich einfach nur den OG-Skin angezogen hat. Ja, oder jemand, der gerade angefangen hat und wirklich sehr gut ist. Kann ja auch sein. Und dann mit, auch mit Strahlengranaten hier schon rumschmeißt. So, warte mal. Der Detektor ist jetzt... Hä, direkt vor mir? Wait, what? Wo denn? Ah, hier. Hier, ja. Hier, hier ist der Detektor. So, und was sagt der Detektor? Natürlich, keine Funksignale erkannt. Ciao, ciao. Das war ja mal eine sehr geile Runde. Jetzt hätte ich gern noch einen vierten Kill gemacht. Dann wäre ich auch, dann hätte es zwei Bedrohungen in dieser Runde gegeben. Das hatte ich auch noch nicht. Bedrohung selber werden und Bedrohung killen. Am besten noch, wäre am besten, im geilsten wäre noch Bedrohung werden und dann eine andere Bedrohung killen. Aber, ne, wirklich am coolsten wäre es gewesen, so, jetzt habe ich es. Am coolsten wäre es gewesen, eine Bedrohung killen und mit dem Kill selber Bedrohung werden. Das wäre wirklich, habe ich aber auch noch nie geschafft. Heute wäre es fast soweit gewesen. So, wenn ich jetzt aber nicht langsam mal hier klarkomme, aber ich habe drei Jod. Lol. Du könntest auch mal richtig ausnutzen jetzt, ne? Schöner Streifzug auf Kosten von dem Bedrohungskill. Der da, die hat auf jeden Fall irgendwie einen Plan, ne? Die wollte hier richtig rocken mit Strahlengranaten, mit Jod. Da war einiges geplant, glaube ich. Naja. So, hier noch Chemikalien. Jetzt aber raus, jetzt aber raus. Weil ich will jetzt auch nicht durch Unachtsamkeit hier drauf gehen. Ab zum Exit.
Mann, coole Runde, trotzdem. Also, was heißt trotzdem? Nichts trotzdem, sondern einfach eine coole Runde. Das checken wir jetzt noch. Wenn jetzt hier noch der Schatz liegt, dann... Mann, was ich alles an Bord habe. Hammer. Jetzt kurz Angst bekommen, dass ich es vielleicht doch nicht schaffe, aber ich habe ja immer noch einen Jod auf Tasche. Aber jetzt hier um die Ecke ist es ja auch schon soweit. Hier ist das Exit. Der Countdown startet relativ spät, wenn ich hier oben erst bin, aber dann startet er. Ich brauche keinen Jod mehr. Guckt. So, perfekt. Huhu! Geil. Ach Mann, schönes Ding. Keine Angst vor Bedrohung haben. Und dann, bam. 3 Kills und ich habe dann einmal den Tresor erreicht tatsächlich. Dafür gibt es dann auch nochmal... Ist das überhaupt der Tresor? Welcher Tresor ist jetzt gemeint? Moment mal, sind hier 2 Tresore aufgeführt? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Elektronik, Kills, Kopfschuss, Treibstoff, Dünger geplant, Glasnahrung, Metallteile, Chemikalien geplant, Tresor erreicht. Nägel, Bedrohung eliminiert, 1000 XP. Draht, Abwurf erbeutet, 500. Signaldetektor benutzt. Hier nochmal die ganzen erbeuteten Sachen. Abwurf ergattert, zerstörte Kassette gefunden. Also, und dann ist irgendein Tresor hier nicht aufgeführt. Tresor erreicht ist hier nur. Aber auch, ich habe ja beide Tresore erreicht, eigentlich. Dann hat einer davon einfach das Plündern nichts, wahrscheinlich das hat nichts gebracht, oder? Hä, ich habe doch den ersten Tresor auch erreicht. Da war noch das ganze Loot drinne. Also schönes Loot bekommen. Tatsächlich. Richtig gut. Und Abwurf. Den machen wir jetzt auf. Krass Loot. Komm noch oben drauf. 75 Nägel. 10 Chemikalien. Perfekt. Das finde ich gut. Danke dafür. Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Runde Vigor im Vigor-Outfit heute, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Jetzt sieht man es gerade durch die Waffen auf dem Rücken nicht, aber ich habe die Vigor-Jacke an und diese schöne Vigor-Stofftasche. Ich bin auf jeden Fall der Vigor-Fanboy, der auf jeden Fall das Spiel weiterhin mega enjoyed, auch nach dem Update. Nach jedem Update gibt es Leute, die meckern, aber auch nach diesem Update gab es ja wieder viele, die irgendwie unzufrieden waren und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich feiere das Spiel weiter unnormal geil. Hat richtig Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ansonsten euch alles Gute und dann bin ich jetzt erstmal raus. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.